Wollt ihr reinkommen? Nicht. Ja, sicher doch, dann klopfen wir ja. Na, er kommt rein. Er schiebt seinen Kopf wieder zurück aus der Rotze nach innen und ist im Inneren der Rotze verschwunden. Ich Raffin, glaube, hast du mir irgendwas gegeben? Was für eine Scheiße war das denn? Ich glaube, er hat die Tür irgendwie anders gekommen einfach, ja. Ja, dann steckt, fängt an seinen Kopf in die Rotze zu stecken. Ja, euch. Wie groß ist das Ding vom Durchmesser her? Kommt da mein Kopf gut rein oder kann ich die Arme noch irgendwie mit durchschieben? Nee, das, also normalerweise würde nicht mal mehr dein Kopf reinpassen, aber während du deinen Kopf reinschiebst, irgendwie scheint das wohl zu passen und du rutschst dann wie in einer Rutsche, rutschst du dann ins Innere der Rotze und stehst plötzlich in einer großen Bibliothek. Ja, dann ist wohl kleiner und kleiner geworden und geschrumpft und verschwand dann im Inneren. Kommt aber mit, ist eine interessante Erfahrung. Ja, Isarun. Das müsst ihr einmal mitgemacht haben. Ein Krokodil mit Strohhut. Vogelsen, was machen die da? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber das ist wahrscheinlich eine von diesen Yalan-Sachen, wo er immer mit bloßen Händen irgendwelche gefährlichen Gegenstände anfasst. Jimin tastet so mit der Hand in die Rotze rein, so als würde sie auf allen Vieren da reinkriechen wollen und dann wahrscheinlich auch. Ja, ich würde ihr auch nachgehen dann. Ja, während ihr euch so ein bisschen umseht, die Matrosen scheinen überhaupt kein Interesse an euch zu haben, so als wäre die einfach komplett uninteressant. Die kriegen das gar nicht mit, dass ihr jetzt in diese Rotze reinklettert. Vogelsen, ich kletter nicht in diese Rotze. Das erscheint mir auch ziemlich dumm. Was hältst du davon? Wir überlassen das Blöde denen und wir bleiben einfach hier. Und dann, wenn die wieder gerettet werden müssen, wie immer, machen wir das. Da unten gibt es Bücher, ganz viele Bücher. Weißt du, vor solchen Sachen hat mich meine Mutter früher immer gewarnt. Da kommen dann die Leute auf den Planwagen an und sagen, oh, ich habe in meinem Planwagen Süßigkeiten und kleine Kätzchen. Du kannst sehen, wie eine kleine Katze aus der Rotze rausguckt. Guck das, was passiert hier? Naja, mehr Süßigkeiten und kleine Kätzchen für uns. Und dann würde ich nachklettern. Isarun noch einmal winken und bin dann verschwunden. Jetzt ist er auch. Raffin, was machen wir denn jetzt? Jetzt warten wir eine Stunde, wenn sie da nicht aufgetaucht sind. Zerlegen wir das Schiff, keine Ahnung. Das ist was Magisches, das ist jetzt der Einfachgebiet. Naja, aber also wenn irgendwas umgebracht werden muss, sag Bescheid. Ja, aber. Was, wenn die sich jetzt wieder in Schwierigkeiten gebracht haben? Kommen Sie. Also müssen wir doch hinterher. Das ist eine blöde Begründung. Ja, das ist wirklich. Es ist blöd, dass sie sich auf sowas einlassen. Das machen sie immer. Machen sie wirklich immer. Aber wir sind ja da, Isarun. Dein starker Arm, mein starker Arm. Und ihr Alans hohler Kopf. Das ist einfach ein Dreiergespann. Das stimmt wohl. Also komm, Spurgelzen, ich bring euch auch am Ende wieder zurück. Ja, lass uns mal reinschauen, was da los ist. Ja, ich versuch mal meinen Bären durch diese Rotze zu schieben. Ja, es gelingt. Ich bin kurz sehr fasziniert. Und dann spring ich mal hinterher. Ja, nachdem Raffin verschwunden ist, klettert Isarun auch hinterher und rutscht die Rotze ins Innere des Schiffes. So verschwindet ihr. Kurze Zeit später steht ihr in einer gewaltigen Bibliothek. Es wirkt so, als wäret ihr sehr, sehr klein und die Bibliothek sehr, sehr riesig. Sie ist ausgekleidet mit rotem Teppich und ihr könnt vor einer großen, großen Sessel stehen, der sich dann mit der Lehne zu euch befindet und sich dann langsam in Zeitlupe zu euch herumdreht. Darauf sitzt ein gewaltiges Krokodil. Die Arme und Beine verschränkt und auf dem Arm könnt ihr dann sehen, wie er einen kleinen, niedlichen Eisbär streichelt. Ich habe euch erwartet. Ja, das ist nicht verwunderlich. Wir haben uns ja angekündigt. Stimmt, ich habe euch eingeladen. Deswegen habe ich euch erwartet. Was ist denn das hier? Ja, dann steht vor irgendwie einem der Bücherregale. Ist das hier neu? Hey, Finger weg. Es werden keine Bücher ausgeliehen, wenn ihr nicht für das andere bürgen könnt. Sicher doch. Ja, hätte mir Alan vielleicht gesagt, dass es am Fuß des Dergels liegt, dann hätte ich das mitgebracht.
Ich weiß nicht mal genau, welches Buch er eigentlich sucht. Ich weiß noch, Ragnar hatte eins von ihm. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin Mr. Kork. Sehr erfreut. Oh, hier drin gibt's doch gar keinen Mist. Mr. Kork. Ja. Ja, das ist Aureliani. Wir hatten zu Hause auch einen Mister. Der hat einen Stall ausgemistet. Nun, Kapitän Kork, habt ihr einen neuen Gast hier, außer uns natürlich? Ach so, den kleinen Jungen. Ja, der steht in der Bibliothek und der darf sich Bücher ausleihen. Es war kurzem angekommen. Er scheint nett. Daher war es hier immer bei eine große Ehre. Ja, sicher. Aber er hat euch ja auch noch kein Buch verschlampt. Nee, richtig. Hey, Freisoppers, komm mal rüber! Ja, und dann könnt ihr erkennen, wie in einem der Bücherregale ein 15-jähriger Junge auf euch zukommt, den Rafim direkt wiedererkennt. Braune Haare, grüne Augen mit silbernen Sprenkel. Und während er dort steht, könnt ihr tatsächlich auf seiner Stirn ein drittes Auge erkennen, was in allen Farben des Regenbogens leuchtet und schimmert. Oh, hallo, So sieht man sich wieder. Oh, schön. Erinnert euch. Hallo, Rafim. Ja, erinnert euch. Seht ihr, ich bin wie erinnerungswürdig. Ja, wie geht's euch? Gut. Habt ihr mich so schnell gefunden? Haben wir schon abgelegt? Nein, noch nicht losgefahren. Oh, ach so. Soll ich wieder runter? Ich wollte eigentlich... Ich weiß nicht. Also. Ich denke, ihr seid hier recht gut aufgehoben. Ich denke das auch. Ist gut. Manjula sagte, ich soll mich im Inneren verstecken. Und als ich dann an Bord war, habe ich dann gesehen, wie da diese Kiste war. Und ich habe mich dann in dem Fass versteckt. Und dann habe ich gesehen, wie mir dieses freundliche Krokodil eine Unterbringung angeboten hat. Und dann habe ich ja gesagt. Ja. Meine war mit euch. Ein besseres Versteck hättet ihr nicht finden können. Das möchte ich meinen. Dummerweise wissen trotzdem alle Bescheid. Naja, kann man nichts machen. Was? Aber nur weil wir mit Manjula gesprochen haben. Das wüssten wir es nicht. Ich hoffe, ich bekomme keinen Ärger. Wer hat sich denn erwischen lassen? Sie oder ihr? Technisch gesehen beide. Ja, einem guten Zwergenauge entgeht halt nichts. Da braucht es mehr als diesen Nebel. Verzeiht, ich hätte es sonst nicht gemacht, aber ich habe in Zorgan gefragt, wer überhaupt hier losfährt. Ich wollte auf die Insel Frühlingsstrand. Meine Göttin hat mir gesagt, ich soll dahin. Dort finde ich weitere Antworten und ich weiß nicht, wie ich darüber kommen sollte. Und die Fexkirche hat gesagt, von Kuntium aus fährt die Seeadler. Deswegen bin ich hier. Ich wusste nicht, dass es verboten ist. Und zum Glück hat die Fexkirche sich bereit erklärt, eine großzügige Spende an den guten Admiral Sanin abzutreten und er nimmt dich mit und setzt dich sogar an der Insel ab. Ja, Moment. Wie habt ihr euch gedacht, dass du dann von Bord kommen würdest? Wolltest du ein Boot stehlen oder was? Wollte ich gerade auch fragen. Weißt du überhaupt, wie man ein Boot rudert? Das Wasser dort ist nicht unbedingt sehr ruhig wie hier im Hafen. Aber wir legen doch am Hafen an, oder nicht? Frühlingsstrand hat keinen Hafen, Junge. Frühlingsstrand ist ein Flecken Sand im Wasser. Direkt vor Rudert. Okay. Verzeiht, euer Eminenz. Euer. Ark! Erhabener, danke sehr. Das Schiff macht mich wahnsinnig. Habt ihr auch so einen Turm in Fasar? Was, in Fasar? Wenn ihr eine Habener seid, müsst ihr doch einen Turm in Fasar haben. Nicht die Art von einer Habener, wollte nix. Ich wohne im Kloster Nasir Malkit. Die Ordensmeisterin Shahila Al-Agra weiß Bescheid, also eigentlich jedenfalls, nicht. Wir werden auf Yacht geben, bis wir am Frühlingsstrand sind. Dann werdet ihr sicherlich in den schützenden Namen der Herren Perainer sein. Habt ihr was zu essen? Ich hab Hunger. Also, ich hab noch Fleisch in der Tasche. Ich schau zu Lido. Ja, der verschränkt weiter die Arme, beziehungsweise streichelt den kleinen Eisbären. Ja, ich habe noch Fleisch in der Tasche. Warte, was möchtest du? Ich habe noch Rind. Das ist so eine Art Vogel gewesen. Das ist, glaube ich, Kamel. Das schmeckt aber nicht so gut. Warum trägst du das alles mit dir rum? Oh, ich habe noch Rauschgurke. Wollt ihr Rauschgurke probieren? Rauschgurke soll sehr gut mit Kamel sein, habe ich gehört. Nein, der Erhabene möchte jetzt keine Rauschgurke zu sich nehmen. Du hast sie noch gar nicht gefragt. Richtig. Vielleicht ein wenig Punipan. Ja, das klingt gut.
Lomin zieht ein etwas zerbröseltes Punipan-Kügelchen aus der Tasche. Er freut sich. Und stopft sich die dann nach und nach in den Mund und lässt es sich gut gehen. Wir müssen dem Jungen auf jeden Fall noch zwei Rationen oben abzweigen. Das wird spaßig. Naja, das werden wir wohl hinbekommen. Kein Problem, ich lasse euch einfach wieder in der Küche raus. Guter Plan. Guter Plan. Nun, erzähl das mal. Ja, genau, das wollte ich auch einmal fragen. Sprich aus, Lernern. Wie ist es dir gegangen die letzten 2 Jahre über? Ja, gut. Ich bin immer noch zweiter Obermat. Hm. Super Ober, zweiter Mat dritten Grades. Wurde noch lange nicht wieder befördert. Wird bald mal Zeit, oder? Ich denke schon. Hast du einen neuen Dienstgrad für mich? Ah, ich bin kein Captain mehr, Ledo. Dann wird Zeit. Oh, Götter bewahren. Hoffentlich nie wieder. Lass mich dir jedenfalls erst einmal von meiner Frau erzählen. Und dann fängt Jalan an, einfach nur vor sich hin zu erzählen, was er die letzten 2 Jahre immer so gemacht hat. Ja, okay. Wir haben übrigens diesen Drachen getötet. Ja, ja. Und wir haben diesen süßen kleinen Eisbär gefunden. Oh! Keine Ahnung, er wird eine halbe Stunde oder so am Quatschen sein. Ja, möchte sich derweil jemand mit Leerten und Freisupport halten? Doch, jo. Durchaus. Ich möchte ihm noch mal versuchen, das Kamelfleisch anzudrehen. Ja, er probiert das und isst dann wenig, aber er isst es. Ihr anderen seid vor allem fasziniert von dem dritten Auge auf der Stirn. Ihr dürft Jalan nicht glauben, dass Frühlingsstrand nur ein Streifen Sand ist. Ich war zwar nie dort, aber wenn es ein Heiligtum der Herren Perreine ist, dann bin ich sicher, dass es auch bewachsen ist. Ich habe gehört, dass Abelmir und Jalan dafür verantwortlich sind, dass es Frühlingsstrand gibt. Das finde ich voll interessant. Na, Abelmir, es gibt doch das sicher mehr als Sand. Verantwortlich im weitesten Sinne ja. Wir sorgten dafür, dass die Göttin ihr Werk tun konnte. Und dadurch entstand erst diese Insel mit dem Baum. Eine lange Geschichte. Naja, die gnadenvolle Herrin sandte mir im Schlaf Bilder. Ich konnte die identifizieren. Also es waren die heiligen Quellen von Ilsur. Aber, naja, ich weiß, dass die heiligen Quellen in Gefahr sind. Durch wen oder was, das weiß ich aber nicht. Die Göttin trug mir auf, dorthin zu pilgern. Dann sah ich einen Baum auf dem Wasser, ein Orakel. Dorthin sollte ich reisen, das wusste ich. Da bekomme ich dann die Antworten. Über die Natur und die heiligen Quellen und über das Geheimnis und wie wir diese Gefahr für den heiligen Quellen aufhalten. Ihr wollt über die Natur lernen, da habt ihr aber genau den Richtigen getroffen. Nun, mein Freund, ich kann euch da einiges erzählen. Ich bin ja Geode und als Geode verstehen wir uns natürlich allem auf die elementaren Wechselwirkungen und die Harmonie, die unserer Welt zugrunde liegt. Also wenn ihr Fragen über die Natur habt, dann fragt mich ruhig. Oh, da freue ich mich voll drauf. Ja, selbstverständlich. Wusstet ihr zum Beispiel, ach, ich kann euch da ganz viel über Pilze erzählen oder über, was denn noch, Steine. Ich habe viel Ahnung von Steinen. Über Pilze würde ich gerne was erfahren. Ah, sehr gerne. Welche Frage habt ihr denn? Welche besonders schmackhaft sind? Welche besonders an Extremstandorte angepasst sind? Ja, das. Und welche am schnellsten wachsen? Wachstum ist wichtig. Ja, Wachstum ist in der Tat wichtig. Aber Wachstum muss auch reguliert sein. Naja, ansonsten werden ja alle vorhandenen Stoffe zu schnell aufgebraucht und das Wachstum nimmt überhand. Alles in Bahnen gelenkt, so wie es die Herrin Sumu möchte. Oder die Herrin Perreine. Genau, genau. Weiß die Kirche von eurem Aufenthalt hier in Kunshom? Nein. Wie gesagt, die Ordensmeisterin hätte mich nie gehen lassen. Aber ich spürte, dass meine Anwesenheit verlangt wird. Wie ein kleines Kind seid ihr fortgelaufen, also? Naja, ich habe mich vorher in Zorgan an die Madabasari gewandt, weil ich kein Schiff gefunden habe. Und die Madabasari, die weiß halt alles. Deswegen bin ich mitgekommen. Aber mir, ich finde das gerade nicht wie ein kleines Kind, das Verhalten. Nein, er hat erkannt, dass etwas in der Welt vor sich geht, dass sein Eingreifen bedarf. Und Wisst ihr, dieses Kind ist nicht nur ein Kind, es ist ein Symbol für die Perreine-Kirche. Ja, und außerdem ist er sehr mächtig. Ich habe gesehen, was er kann. Ich habe Raffin begleitet damals.
Also trägt er Verantwortung. Er kann sich nicht einfach so davonstehlen. Und eben weil er die Verantwortung trägt, hat er die Verantwortung übernommen, diese Reise auf sich zu nehmen. Ich finde das sehr erwachsen. Er stiehlt sich nicht einfach aus der Verantwortung. Ihr müsst wissen, dass ich der Letzte meiner jahrtausenden alten Familie bin. Zweimal bin ich dem Tod entronnen und auf meiner Reise nach Gunchium haben mir Leute nachgestellt. Also wir wurden angegriffen und wir konnten aber entkommen. Und es gibt immer noch finstere Mächte, die mich töten wollen. Die wollen die Stammlinie der Freisobs durchbrechen. Irgendwas mit dem dritten Auge, haben sie gesagt. Deswegen habe ich mich nicht offenbart. Weil ich wusste auch nicht, wen ich an Bord hier vertrauen kann. Das war klug, dass ihr euch nicht offenbart habt. Ich glaube allerdings, dass ihr ein wenig naiv an die Sache herangegangen seid. So wie ich es verstanden habe, habt ihr den Großteil eures Lebens in einem Kloster verbracht? Ja. Nun, die Welt außerhalb der Klostermauern kann sehr gefährlich werden. Und gerade Ildur, das ist kein besonders sicherer Flecken Erde. Das heißt, muss doch einen Grund haben, warum mir Perrine diese Bilder geschickt hat. Davon gehe ich aus, ja. Ihr habt einen Auftrag. Vielleicht hat Perrine ja auch euch geschickt. Jeder kennt doch eure Heldentaten. Das kann kein Zufall sein. Seine Göttin hat nach ihm verlangt und er ist ihrem Ruf gefolgt. Bisher ist alles gut gegangen. Selbstverständlich, aber wir können nicht immer auf Glück vertrauen. Was ich damit sagen möchte, Erhabener, es würde nicht schaden, wenn ihr euch auf die Welt da draußen vorbereitet und lernt, euch zu verteidigen. Ja, während du das sagst, kannst du wohl auch erkennen, dass er keinerlei Gepäck dabei hat. Okay. Isarun, was denkt ihr? Schlagring oder doch eher Zweihänder? Schlagring. Oh, ich versuche den Zweihänder. Nein, hier an Bord mit Sicherheit nicht. Der wäre im Moment wohl noch doppelt so lang wie er. Einen Moment. Lido Kork zieht dann einem der Bücher so ein bisschen schräg raus und da bricht das Gespräch mit Yalan. Und ihr könnt sehen, wie sich wohl die Bibliothek öffnet und sich hinter den Büchern eine große Waffenkammer befindet. Was? So, jetzt haben wir auch zwei Hände. Könnt ihr auch mal ausrüsten, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch mit einer Rotze auf ihn schießen, wenn ihr wollt. Niemand schießt hier mit einer Rotze auf ihn. Die habe ich Fusakel geklaut. Was? Er sucht sie. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr frustrierendes Unterfangen für ihn ist. Ja, du kannst dich in der Waffenkammer umblicken und siehst da wohl einen ausgestopften Kaiman. Interessant. Ich stupse da ein wenig dran rum. Worüber habt ihr gerade gesprochen? Also der Junge will... Selbstverteidigungskurse. Richtig. Sieh ihn dir an, gib ihm ein Kurzschwert. Vielleicht sollten wir uns auf die Verteidigung konzentrieren. Wir haben nicht genug Zeit. Das stimmt wohl. In jeder Hand ein Schild. Und so eine allgemeine Bildung darf auch nicht vernachlässigt werden. Sieh ihn dir doch an, Lino, der kann auch keiner zwei Schilder halten. Ein Buckler vielleicht, aber da hört's auf. Nun, aber zumindest wäre es eine gute Tarnung, ein Waffenknecht. Wir müssen ihn aber nicht tarnen, wir setzen ihn auf Frühlingsstandard und damit wir rein ihn beschützen. Ich kann doch nicht einfach auf der... Was, Erhabener, sag doch, wollt ihr wirklich auf dieser Insel verbleiben? Ich weiß es nicht, eigentlich will ich nach Ilso. Auf Frühlingsstrand am Orakelbaum möchte ich mir erstmal nur meine Prophezeiung abholen. Seht ihr, auf dem Rückweg holen wir ihn ab und reden ihn die Ilso-Geschichte aus. Beziehungsweise, bis dahin hat ihm sicherlich die gütige Mutter diese Ilse-Geschichte ausgeredet und ihm irgendwas anderes aufgetragen. Ich trainiere gerne mit Rafim. Das macht bestimmt Spaß. Macht keinen Spaß, es macht dich kaputt, Junge. Wieso? Der Junge will den Zweihänder lernen, ich sehe das. Rafim ist der erhabene Piranha, wir werden ihm nicht das Waffenhandwerk beibringen. Er sieht auch echt schmächtig aus. Aber. Was glaubst du denn, was die Göttin von dir hält? Wenn du ihren Auserwählten zu einem gemeinen Schläger umherziehst. Wer redet denn von Schläger? Also, du kennst Rafim! Jetzt lass den Jungen doch selbst entscheiden. Bitte nicht streiten. Genau. Voltax, bin ich ein gemeiner Schläger? Nein, oder? Du bist ein sehr freundlicher Schläger. Rafim ist mein Freund. Siehst du ja alle an, was ein Benehmen hier. Außerdem, die Perrine freut sich doch. Mit so einem Zweihänder, da kann man ja auch viele Dinge tun.
Zum Beispiel die Arme trainieren. Ja, ich nehme jedenfalls irgendwie so ein unterarmlanges Kurzschwert von der Wand und gebe das dem Jungen. Hier, bind's dir um, pass gut drauf auf, schneid dich nicht damit. Ja, dann hängt es sich an den Gürtel. Wenn's drauf ankommt, zustechen. Einfach immer vorwärts. Ich trainiere ihn schon, keine Sorge. Oh, ihr 12 Götter, er schützt mich. Vielleicht ein Kampfstab. Was meint ihr, Sulamin? Ja, genau das wollte ich ihm vorschlagen. Es wirkt nicht ganz so aggressiv, wenn man einem Kampfstab durch die Gegend wandert. Ja, das liegt daran, dass so ein Kampfstab auch so nichts gut ist. Was? Er ist eine hervorragende Verteidigungsmöglichkeit. Die einzigen Menschen, die einen Stab für eine gute Verteidigungsmöglichkeit halten, sind Magier und verrückte Mönche. Ich kannte mal diesen Nandorianen, der durch Gerätien gezogen ist und den Leuten hier seine Demokratie predigen wollte. Der ist auch auf dem Scheiterhaufen gelandet. Also Punkt ist jedenfalls, was macht ihr mit einem Stab? Wenn ihr sowieso schon einen Stock habt, macht eine Klinge oben dran, ihr habt einen Speer. Fertig seid ihr, aber doch keinen Stab, Isarun. Warum nicht? Wenn er vollständig aus Holz gefertigt ist, ist er auch der Herrin Pereine gefällig, Welchen Sinn hat das denn, bitteschön? Eine Verteidigung. Wenn der Junge etwas tun soll, das der Herr Pereine gefällig ist, dann bleibt er aus seinem Hintern sitzen in seinem Kloster, wo er hingehört. Also dieses Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Findet sich mit der Realität ab. Und wir kommen in des namenlosen Küche, wenn wir dafür sorgen. Wenn wir ihn bis nach Ilso bringen und er da irgendwie drauf geht. Was glaubt ihr eigentlich, was dann passiert? Vielleicht sollten wir ihn selber entscheiden lassen, welche Waffe er sich entscheidet. Ja, das ist das Dümmste, was jeder von uns bis jetzt gesagt hat. Er hat doch keine Ahnung. In der Waffenkammer umher und würde dann an ein Zepter treten. Er nimmt sich so ein kleines Zepter, was vielleicht ein bisschen an die Prajoskirche erinnert. Ein Zepter. Schöne Sache. Natürlich. Ja, Lan, warum seid ihr denn heute so feindlich? Was ist denn da los? Oh, ich weiß nicht, vielleicht weil wir den Erhabenen der Preiskirche, den letzten seiner jahrtausendealte Linie, den letzten bekannten Träger eines Ehrmühe hier haben und ihr darüber diskutiert, wie ihr ihm Messer gebt und nach Ilso reinbringt und ihm dabei ringt, sich zu schlagen, anstatt das Vernünftige, nämlich umzudrehen und direkt nach Zorgan zu schleifen. Aber mit euch bin ich doch gar nicht in Gefahr. Außerdem wir können euch aber nicht bis nach Ilso bringen. Ja, also, wir könnten schon. Ich könnte euch durch den Leib von Sumo hindurch. Nein, Voltax, nein, ich verbiete es. Ich denke, das hast du nicht zu entscheiden. Das würde ich endlich sehen. Bitte streitet euch nicht. Außerdem sagt Zanin ja, in die Stadt bringen kann er ihn. In Gefahr ist er erst wirklich, wenn die Stadt fällt. Was glaubt ihr, was Zanin in der Stadt tut? Die Stadt verstärken. Seht ihr? Vielleicht ist das nicht unsere Aufgabe. Zu entscheiden, was gut für ihn ist und was schlecht für ihn ist. Wenn Pereine ihm den Auftrag gegeben hat, dann müssen wir alles tun, damit dieser Auftrag in Erfüllung geht, nicht wahr? Die Wege der Götter sind unergründlich. Wir wissen nicht, was genau sie eigentlich von ihm will. Deswegen bringen wir ihn nach Frühlingsstrand. Sicherlich wird sich dort ihr Wille ihm offenbaren. Er wird zart haben, wenn hier rumzusitzen, bis wir uns der Xeran-Sache angenommen haben. Ja, dann braucht ihr doch nicht so feindlich sein. Dann haben wir vorerst ein Ziel, auf das wir uns alle einigen können. Ich freue mich so, dass ihr mitkommt. Ja, wir freuen uns auch, dass wir mitkommen. Aber ich muss auch noch was erledigen. Genau. Also, wir werden uns um deine Ausbildung und deine Weiterbildung kümmern. Denn, auch wenn du jetzt nicht mehr im Kloster bist, heißt das nicht, dass du nicht trotzdem viel lesen und dich viel weiterbilden solltest und viel lernen. Aha, wir werden dir sicherlich eine Menge an Aufgaben geben, die du durcharbeiten wirst. Isarun und ich werden ein Curriculum für dich entwickeln und Abel mir wird sich Denksportaufgaben für dich ausdenken, denn ein scharfer Geist ist so wichtig wie ein scharfes Schwert. Ihr vergesst sicherlich, dass ihr hier als Seeleute angeheuert seid und oben Arbeit zu tun habt. Ich habe nichts unterschrieben. Da gehen wir jetzt auch hin, Voltax. Ja, aber ich dachte, wir sind die Leibwächter von dem Jungen. Das stimmt, ja. Und ich denke, dann sollen wir in seiner Nähe bleiben. Außerdem, ich habe das Gefühl, Voltax, du bist ja ähnlich groß wie der Junge. Wenn ihn jemand unterrichten kann, dann du. Weil du weißt, was es für Vorteile gibt, wenn man von unten zusticht. Das stimmt. Also da, ich glaube, tatsächlich wird dir das so der geeignetste von uns allen. Das ist natürlich richtig. Also, wenn ihr wollt, eure Erhabenheit. Ach, ich lerne immer gerne dazu. Ja, mir ist nur wichtig, dass ihr euch nicht streitet.
Nein. Wenn sich die anderen streiten, dann sorge ich einfach dafür, dass sie still sind. Ist das ein Deal? Okay. Und ich trete dich von der Planke. Was? Oh ja, Lan, ihr redet die ganze Überfahrt nicht mehr. Was für ein Zufall. Oh, lass dich nicht so kommen. Sinne, hilf mir. Captain Cork. Jawohl. Mr. Cork. Ich denke, ihr solltet diese Rotze dem Geschützmeister zurückgeben. Hat er so viele? Nun, ihr braucht sie alle, um dieses Schiff und euch zu schützen. Weißt du, was lustig wäre, Lido? Oben stehen doch noch ein paar Rotzen. Warum tauschst du nicht heimlich die hier gegen eine andere? Da wird er eines Tages die hier finden und sich denken, ach, ich hab sie wieder. Und dann erst merken, dass ihnen die andere fehlt. Das wird ihn so auf die Palme bringen. Das ist ein lustiger Streich, das mache ich so. Und insgeheim denke ich mir, es wird wenigstens eine ausgeleierte Rotze durch eine gute ersetzen. Er reibt sich die Hände. Ihr seid mir keine Hilfe, Jalan, wie immer. Ich denke aber, wir haben einen Termin im Tempel. Wir lassen den Jungen bei dir. Ja, wir werden viel Spaß haben. Und auf dem Rückweg bringen wir was zu essen mit. Ich lasse euch in der Küche wieder raus. Macht's Danke. Gut. Vielen Dank. Bis später. Bis dann.